Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch zusammen durchgehen, wie wir mit zwei Farben gleichzeitig stricken. Wie ihr seht, ich habe das hier immer im Wechsel. Einmal das Türkis und einmal ein Grau. Das ist das Anthrazit. Ich arbeite jetzt hier mit der Gründel Lisa Premium Uni. Zweimal dasselbe, einfach dafür, dass man dieselbe Wollstärke hat. Weil das macht sich dann einfach schöner. Und zwar gehen wir heute nicht nur eine Version durch, sondern wir gehen drei Versionen durch. Wir gehen durch, wie man mit diesem Ding arbeitet. Das ist so ein Fingerhut. Da kann man die Wolle ganz einfach einspannen und dann mit diesem Ding sichern, mit dieser Schiene. Dann mit dem Ring, den man sich auf den Finger steckt und ohne Hilfsmittel. Das sind ja beides Hilfsmittel und dann noch einmal ohne Hilfsmittel. Also einmal der Fingerhut, einmal der Ring und einmal ohne Hilfsmittel. So, der Fingerhut. Wir machen die Schiene auf, tun unsere Fäden rein, also in jede Kammer einen Faden. Ich mache jetzt einen vorne in das erste und dann lasse ich eine Kammer frei. Tue dann die nächste Farbe rein. Insgesamt kann man hier mit vier Farben arbeiten. So, Fingerhut auf den Finger. Faden nehme ich mit dem kleinen Finger auf und halte dann so die Spannung. Ich habe jetzt hier im Prinzip den Faden auf dem kleinen Finger, lass ihn hier unter diesen beiden Fingern langlaufen und halte so die Spannung fest. Hier. Und jetzt stricken wir unsere rechten Maschen. Ihr seht, ich gehe immer abwechselnd, wo das Türkis ist, gehe ich dann durch das Grau. Wo das Grau ist, gehe ich durch das Türkis. Die zwei Finger hier hinten halten die Spannung. Sollte der Faden mal ein wenig locker werden, müssen wir hier hinten an dem Faden ziehen. Und dann ist das auch wieder alles schön gespannt. Nichts verheddert sich, nichts verdreht sich. Und so können wir hier ganz wunderbar durcharbeiten. Dass es jetzt ein bisschen ungelenkig aussieht, liegt daran, dass ich es nicht direkt vor mir habe. Wenn man es direkt vor sich hat, geht das Ganze ein bisschen geschmeidiger. So, ich mache jetzt mit euch die Reihe zu Ende. Und dann schauen wir es uns mal an. Handwechsel geht dann auch ganz einfach. Wie ihr seht, ich nehme den Fingerhut nicht ab. Ich wechsle einfach die Hand. Ziehe mir die Fäden hier hinten noch mal ein bisschen straff und kann dann ganz einfach weiter stricken. Das geht auch wunderbar beim Häkeln. Habe ich auch schon ausprobiert. So, jetzt haben wir auch gleich die Rückreihe gemacht. Am Anfang müsst ihr da wirklich gucken, dass ihr nicht verkrampft. Das ist am Anfang alles ein wenig schwierig, wenn man da noch ein wenig ungeübt ist. Verkrampfen die Finger relativ zügig. Dann macht einfach eine Pause, macht dann später weiter. Und mit der Zeit verkrampft er da dann auch nicht mehr.
So, und jetzt schauen wir es uns an. Und wir haben es wunderbar gemustert. So, meine Lieben, das war Version 1 mit dem Fingerhut. Lösen Schienen nach oben und nach hinten. Faden rausnehmen. Und das war der Fingerhut. Weiter geht's mit Version Nummer 2, der Alienring. Da haben wir hier oben zwei Spiralen. Wir legen die eine Farbe in die eine Spirale und die andere Farbe in die andere Spirale. So, Ring auf den Finger. Die Fäden laufen nach oben weg bei mir. Wer den Ring andersrum haben möchte, muss die Fäden auch andersrum dann einfädeln. Weil manche tun sich dann auch diese kleinen Antennen nach unten. Ich habe sie jetzt einfach nach oben gemacht. So, unser Arbeitsfaden geht wieder zwischen den, hinter den zwei Fingern hier, Mittelfinger und Ringfinger lang und über den kleinen Finger, weil die zwei hier vorne halten den Faden wieder fest und die Fadenspannung. Und wir können wieder ganz einfach durchstricken. Wie ihr seht, bei dem Ring sind die zwei Fäden ein bisschen näher aneinander als bei dem Fingerhut. Aber es lässt sich auch wunderbar stricken. Handwechsel. Ich lasse den Ring, wie er ist, einfach auf dem Finger, drehe die Arbeit und stricke ganz einfach weiter. Also ihr müsst den Ring nicht jedes Mal absetzen, ihn umdrehen und wieder aufsetzen. Ihr lasst es einfach, wo es ist, dreht eure Arbeit und macht weiter. Und so stricken wir uns jetzt auch diese Runde noch durch. Dann schauen wir es uns wieder an und dann kommen wir auch schon auf Version Nummer 3 ohne Hilfsmittel. So. Schauen wir es uns an. Und die Rückseite. So, das war jetzt mit dem Ring. Ich befreie schnell meinen Faden. Und jetzt Version Nummer 3. So, wir gehen mit dem kleinen Finger wieder durch beide Fäden, sodass wir beide Fäden auf dem Finger haben. Einmal unseren Zeigefinger unter den Fäden lang, unter beiden Fäden. Dann mit dem Zeigefinger zwischen die zwei Fäden. Und schon haben wir sie getrennt. Ich zeige euch das nochmal langsam. Kleiner Finger, beide Fäden.
einmal mit dem Zeigefinger unter den Fäden lang und jetzt einmal von unten zwischen die Fäden, so dass wir eine Farbe zweimal auf dem Finger haben und die andere nur einmal und der Rest läuft in der Hand lang. Und jetzt stricken wir so unsere Maschen. Hier habe ich ein Haar von mir, Moment. So. Das war jetzt die eine Hand. Wir wechseln, wie ihr seht, ich mache auch ganz normal den Handwechsel. Ich nehme die Fäden nicht nochmal auf. Wir hatten es ja jetzt eben so. Dann drehe ich die Nadel ganz einfach, wechsle die Hand, habe die Fäden immer noch auf meinem Finger und stricke ganz normal weiter. Halt immer auf ein Grau, ein Türkis und auf ein Türkis, ein Grau. Und wird mir mal der graue Faden ein bisschen zu wabbelig, dann ziehe ich ihn hinten einfach an der Hand einmal kurz fest. Und schon ist er wieder schön straff und auf Spannung. Und ich finde, mit allen drei Methoden ist es ganz praktisch oder ganz gut, die Fadenspannung zu halten, weil man hat sie separat miteinander laufen. Wenn man die Fäden jetzt immer einzeln aufnimmt, das kann man zwar auch machen, aber dann hat man die Fadenspannung nicht immer gleichmäßig laufen und so genauso wie mit diesen beiden Hilfsmitteln ist es doch relativ einfach, die Fadenspannung zu halten. Und jetzt schauen wir uns das Ganze auch einmal an. Die beiden Hilfsmittel, die verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Da könnt ihr mal selber ausprobieren, sind beide nicht teuer. Also man kann es wirklich sich beides einfach mal holen und probiert es mal aus, was einem lieber ist. Oder wenn ihr es ohne Hilfsmittel machen wollt. Beide Fäden, kleiner Finger, innen lang, von unten nach oben mit beiden Fäden und dann noch einmal von unten nach oben, nur durch die Wunschfarbe, so dass eins im Prinzip hinter dem Finger langläuft und eins vorne. Und da kann man wunderbar stricken, hier wie ihr seht, einmal hinten, einmal vorne und so kann man das natürlich auch machen. Gestern hatte ich beim Anstricken den grauen Faden vorne, deswegen ist hier unten mehr grau als grün. Und heute für das Video hatte ich jetzt den grünen Faden vorne, deswegen ist jetzt hier mehr grün als grau. Also die Hauptfarbe müsst ihr immer nach vorne machen und die Nebenfarbe dann nach hinten auf den Finger. Oder ihr wechselt zwischendurch, das könnt ihr natürlich auch machen. Und dann habt ihr da ein wunderbares Wechselspiel drin. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.